Hey guys, hier ist wieder Galkind mit Pokémon Schwarz und dieses Mal gibt es wieder ein Event-Pokémon. Ich habe euch wie sonst auch immer den Cheatcode in die Beschreibung gepackt. Auch da gilt wieder, jeder der keinen Bock auf Cheats hat, der muss auf die offizielle Verteilung von Nintendo warten. Für alle anderen ist es nun so, dass Celebi, Entei, Raikou und Suicune in der letzten Box erscheinen werden. Und das sind natürlich nicht einfach nur so Celebi, Raikou, bla bla bla, denn Raikou, Suicune und Entei sind diese speziellen Shiny-Pokémon, die vor kurzem verteilt worden sind, mit denen man das Zoroark-Event halt aus... das Zoroark-Event auslösen kann. Ja, diese Pokémon liefere ich euch mit und Celebi, dieses spezielle Celebi, mit dem man das Zoroark-Event auslösen kann. Und Celebi haben wir jetzt schon bei uns. Die Werte sind so. Das wären die Attacken von ihm. Level 50 mit einem Jubelball gefangen. Was kann man noch sagen? Ja, lasst euch nicht davon irritieren, dass er einen japanischen Finder und einen japanischen Namen hat. Es ist alles korrekt. Mit diesem Pokémon könnt ihr das Event auslösen. Also, ihr nehmt dieses Celebi im Team mit und geht von Stratos City, vom Pokémon Center aus, hier nach rechts in diese Straße. Dann in dieses Gebäude und dann sind wir eigentlich schon da. Also, Celebi fürs Zoroark-Event, die anderen drei fürs Zoroark-Event. Heißt, mit diesem Cheatcode gebe ich euch gleich die Möglichkeit, zwei Events auszulösen. Nur, um das nochmal klarzustellen. So, und dann mit dem Kind hier sprechen. Dann hören wir schon Zoroas Ruf und unser Celebi kommt raus. Und... Ach so, der Junge war in Wirklichkeit ein Zoroark. Das Zoroark hat er sich verwandelt. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Das Zoroark und das Celebi scheinen sich ja echt gut zu verstehen. Das Zoroark will bestimmt, dass du es zusammen mit dem Celebi mitnimmst. Soll Zoroark sich dir anschließen? Ja. Sag mal, hast du eventuell einen Pokéball? Du frickst Sachen, du. Eieieiei. Einen Pokéball. Wo ist denn die Scheiße? Also muss es ein Pokéball sein oder kann es auch ein Hyperball sein? Ich gebe ihm mal einen Hyperball. Ah, good job. Ohne Schwächen bleibt das Ding drin. Yay! Zoroark ist jetzt dein Freund. Möchtest du es einen Spitznamen geben? Nö. Das Zoroark hat hier auf seinen Freund, das Celebi, gewartet. Da fällt mir ein großer Stein vom Herzen. Good job! Und du komm auch zurück. Und das war's auch schon. Dann haben wir ein Zoroark. Wichtig dabei ist natürlich, dass ihr einen freien Platz im Team habt. Und dann bekommt ihr ein Zoroark auf Level 10. So sieht das Ding aus. Das sind seine Attacken auf Level 10. Trubträne, Verfolgung, Silberblick und Kratzer. Und das hier wären die Werte. Fähigkeit des Trubbild. Bestreitet Kämpfe in der Gestalt des Listenletzten. Das versteht wahrscheinlich nicht jeder von euch. Es ist die gleiche Fähigkeit, die auch Zoroark hatte. Und N hatte ja ein Zoroark gehabt. Und es ist so, wenn ihr jetzt Zoroark einsetzt, dann weiß der Gegner nicht, dass ihr Zoroark eingesetzt habt. Ich will es euch mal so demonstrieren. Zoroark ist auf Platz 1 und Celebi auf 6. Ihr geht als erstes mit Zoroark in den Kampf. Allerdings wird kein Zoroark im Kampf erscheinen, sondern ein Celebi. Und dann denkt der Gegner, es ist Celebi, ist es aber nicht. Und somit kann man halt schon mal sich tarnen, weil das ja einem völlig anderen Typ entspricht und so weiter und so fort. Also ihr habt dann einfach den Überraschungsmoment auf eurer Seite. Ist gar nicht mal so eine dumme Technik. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, bin ich erstmal richtig erschrocken. Also ich wünsche euch viel Spaß damit. Und natürlich auch viel Spaß mit eurem Zoroark. Warum Zoroark und Zoroark getrennte Events sind, ist mir nicht ganz klar. Aber Zoroark werde ich euch natürlich auch noch demonstrieren. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Schwarz.